Im Mobilfunkbereich sind hier Werte vorhanden, die noch akzeptabel sind, mit denen man auch leben kann. Kommt man allerdings hier in den Bettbereich, insbesondere zum Kopfpolster, stellt man fest, dass es einerseits einen Überlauf gibt bei dem Messergebnis, als auch am Ton hört man schon, dass hier eine andere Frequenz vorliegt. Und diese Frequenz ist aus Erfahrungswerten ja, eine hausgemachte, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hinter der Wand ist zu vermuten, dass es ein Gerät gibt, das die Störung verursacht. In diesem Fall wird es das WLAN-Modem sein, das hier erkennbar ist. Eindeutig, es könnte auch ein Decktelefon sein, aber in dem Fall ist es ein WLAN-Modem. Wenn man dieses abdreht, ist auch die Störung und die hohe Intensität der Strahlung weg. So, weg, das Messergebnis geht zurück und alles ist klar. Nur, in diesem Fall hängt an diesem Modem auch ein Telefon an dem Apparat, also muss es eingeschaltet sein. Sonst wäre das Telefon tot. So, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, diese Strahlung abzuhalten, damit eben man ruhig schlafen kann? Die Möglichkeiten, die es dazu gibt, sehen Sie in einem weiteren Beitrag.